Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Ich würde gerne hier vor euch stehen, mit einer Waffe in der Hand. Ich kann es aber nicht. Warum? Meine Waffen sind nicht mehr hier. Warum? Wieso? Gleich nach dem Intro. So, meine Lieben, ja, ich bin blank, ich habe keine Waffen mehr im Haus. Woran liegt das? Nein, ich bin nicht kriminell geworden, ich habe auch nichts verbrochen. Das ist ganz einfach, ich wandere aus. Und zwar wandere ich in die USA aus. Jetzt mache ich es auch hier auf dem Channel ein bisschen amtlich, auch wenn die meisten das schon wissen, vielleicht auch über Instagram mitbekommen haben oder unseren zweiten Channel, Our Way of Life. Aber jetzt passt auf. Ich wurde sehr oft gefragt, ey, was hast du jetzt mit deinen Waffen gemacht? Nimmst du die mit? Und ich sage euch eins, ich habe es versucht. Ich wollte meine Waffen mitnehmen, vor allem, weil meine erste Waffe dabei ist. Und das ist so mein Baby gewesen. Und schweren Herzens habe ich mich jetzt quasi vorerst davon trennen müssen. Ich wurde gefragt, wie ist das so? Du kannst doch bestimmt die Waffen in den USA mitnehmen und die sind doch da alle voll locker drauf und die Waffengesetze in Amerika sind immer voll geil. Und leider muss ich euch ein bisschen enttäuschen, die Waffengesetze in Amerika sind gar nicht mal so chillig, wie wir immer dachten. Die sind doch auch ganz schön streng. Und in meinem Fall ist es so, dass allein schon die Behörden in Deutschland sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, einem weiterzuhelfen, genau in diesen Fragen, die ich hatte. Ich habe über mehrere Monate hinweg mit mittlerweile ja mit 3 deutschen Behörden und 4 amerikanischen Behörden ge-emailt, geschrieben, telefoniert und um am Ende dann eigentlich auf ein echt ernüchterndes Ergebnis rauszukommen. Wenn ihr jetzt hören wollt, wie das Ganze ablief, dann bleibt dabei. Wenn ihr sagt, okay, es sieht scheiße aus, interessiert mich nicht, dann schaltet gern weg, aber vergesst nicht, ihr werdet nicht erfahren, wie ihr es rüberbekommt. Wir fangen an. Ich bin erstmal zu meiner eigenen Behörde gegangen und habe gefragt, Leute, passt auf, ich gehe in die USA, wie ist denn das, wie kann ich meine Waffen mitnehmen? Die erste Frage war dann natürlich, für wie lange und wohin? Dann habe ich auch gesagt, na ja, ich gehe übers Militär rüber. Ich bin ja dort angestellt, ich bin ja auch weiterhin in Deutschland bezahlt, habe dann da drüben aber einen Wohnsitz. Wie gesagt, ich würde gerne meine Waffen mitnehmen. Was mache ich dafür? Ja, im Grunde braucht man dann erstmal hier, dann haben die wild angefangen rumzugestikulieren mit Ausfuhrgenehmigung und bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir das und los geht's. Ja, stopp! Erstmal brauchen Sie eine Einfuhrgenehmigung. Okay, Punkt Nummer 1, ihr braucht eine Einfuhrgenehmigung. Das war mein erster Punkt, an dem ich gelernt habe, wo bekomme ich den hin? Her, habe ich dann gefragt. Ne? Meine Waffenbehörde gefragt, wo bekomme ich denn eine Einfuhrgenehmigung her? Ja, da müssen Sie mal fragen, im Generalkonsulat in Frankfurt oder beim BVA in Köln. Okay, Bundesverwaltungsamt in Köln angeschrieben, habe die gefragt, Leute, wie kriege ich meine Waffen denn rüber? Die waren erstmal so ein bisschen abweisend und haben gesagt, nö, von uns kriegst du erstmal gar nichts. Das musst du von Amerika bekommen, das Einfuhrgenehmigung, also die Einfuhrgenehmigung. Und dann erst kommen die irgendwann ins Spiel. Das war alles sehr verwirrend und ich habe von keinem so richtig verstanden, wo ich jetzt anfangen muss, wer wirklich was macht. Dann habe ich mich also ans Generalkonsulat in Frankfurt gewendet, habe denen dann eine E-Mail geschrieben oder versucht anzurufen. Da ging erstmal keiner ran, weil Corona und gerade alle im Homeoffice. Dann habe ich eine E-Mail bekommen von einem Master Sergeant. Dann ging es nur noch in Englisch weiter, da hat es schon angefangen. Wer natürlich die Sprachbarriere hat mit Englisch, der sollte sich überlegen, ob er das wirklich packt oder sich jemanden zur Seite ziehen und konsultieren, der noch wirklich ein bisschen sprechen kann. Dann habe ich demjenigen geschildert, pass auf, ich bin Soldat, ich gehe dort und dorthin in den und den Staat, ne, nach Virginia, ich möchte dort arbeiten, für so und so lang. Ich bin hier Waffenbesitzer, ich möchte meine Waffen mitnehmen. Was mache ich da? Dann sagte der, puh, wir hier in Deutschland in der Botschaft können das leider nicht bestimmen. Das muss dann jemand anderes machen. Aber bei denen nicht. Ich soll mich mal an die Botschaft in Berlin wenden. Dann habe ich denen geschrieben. Dort hat mir auch wieder ein ziviler Angestellter, glaube ich, ein Amerikaner geschrieben, auch auf Englisch. Dem habe ich die gleiche Story erzählt.
Er hat dann gesagt, pass auf, aus Deutschland können wir gar nichts ausstellen. Du musst dich mal mit Virginia in Verbindung setzen. Hier hast du die Adresse von der Virginia State Police. Also habe ich der Virginia State Police geschrieben. Die Virginia State Police hat mir dann geantwortet, tut uns leid, aber wir sind leider nur für Einwohner in diesem Staat zuständig. Okay. Die haben mir aber dafür wenigstens eine weitere Adresse gegeben. Ich glaube, DCCI hießen die. Dann habe ich diese Behörde angeschrieben, habe gesagt, selbiges Spiel, ich bin Soldat, ich möchte das mitnehmen. Wie läuft das? Und auch die haben wieder gesagt, tut uns leid, wir sind leider nur für Immigrants zuständig, nicht für Non-Immigrants. Dann ist auch wieder so dieser kleine Punkt, ne? Was bin ich denn, Einwanderer oder Nicht-Einwanderer? In meinem Fall wusste ich bin nicht Einwanderer, denn ich bin über ein NATO-Visum dort. Also habe ich gesagt, gut, wen muss ich denn dann kontaktieren? Dann haben die gesagt, ja, musst dich ans ATF wenden. ATF war sehr schwierig zu kontaktieren, weil man nicht wirklich die E-Mail-Adresse findet. Also die richtige Adresse ist auf der Seite nicht wirklich zu finden gewesen. Über Umwege haben wir das dann rausfinden können. Und dann habe ich das ATF kontaktiert und habe denen wieder einen riesigen Text hingehauen und habe gesagt, bitte sagt mir mal, wie das funktioniert. Die Antwort vom ATF war kurz und prägnant. Füll dazu Formular so und so aus. Thank you. Und das war's. Ich habe dieses Formular runtergeladen. Ich kann euch auch gerne unten einen Link reinschmeißen. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Die ganzen Connections gebe ich euch auch mal unten rein, ob sie euch was bringen oder nicht. Und dann habe ich durchgelesen, was in diesem Formular alles verlangt wird. Da muss wirklich genau beschrieben sein, was ist deine Waffe für eine, was für Anbauteile hast du, wie viel Munition hast du. Und ihr wisst, das große Problem, Sachen aus USA rauszubekommen oder auch reinzubekommen, ist ja das ITAR, diese ganzen Zollbestimmungen. Und aufgrund dessen habe ich mich erstmal umgehört und habe mir drei Kameraden angeschrieben in den USA, die auch in Deutschland schon Waffenbesitzer waren oder noch sind, die aber auch ihre Waffen alle am Ende hier eingelagert haben. Warum haben sie das gemacht? Es gab dafür mehrere Gründe. A, sehr aufwendig und sehr kostspielig. Und da kommen wir zu einem dieser Knackpunkte. Ich weiß bis heute nicht, wie viel das kostet, für wie viele Waffen, für was für eine Waffe. Gibt es Unterschiede zwischen den Waffen? Wie viel kostet die Munition? Ich habe von denen keine Preise genannt bekommen. Somit lässt man sich ein bisschen blind auf das Ganze ein. Und den Step bin ich einfach nicht weitergegangen, weil ich gesagt habe, aufgrund der zweiten Tatsache, und jetzt kommt's, die Kameraden drüben haben mir gesagt, sobald irgendwas an der Waffe ist, was dem Zoll nicht passt, können die vor Ort deine Waffe zerstören und du siehst sie nie wieder. Ich habe gesagt, nein, für die 1.800 Euro, die ich in die Waffe gesteckt habe, gehe ich nicht ein, vielleicht, sagen wir mal, 1.000 Dollar nochmal zu zahlen, um das zu verschiffen und um sie dann zu verlieren. Ganz einfach, ich habe gesagt, ich lagere das jetzt hier ein in Deutschland und kaufe mir drüben einfach eine neue. Geht das so einfach mit dem Einlagern? Habe ich auch die Frage oft bekommen. Ja, tatsächlich, das geht. Ich habe auch wieder meine Behörde dazu angeschrieben. Und dann kam jetzt das richtige Verrückte, ne? Das bisher habe ich dann schon irgendwie auf die Reihe bekommen. Jetzt ging es darum, die Waffen hier in Deutschland zu lagern. Wo kann man die denn einlagern? Ich würde empfehlen, macht es bei jemandem, dem ihr vertraut, eventuell auch jemand, der Waffen hat. Und von dem ihr wisst, dass er sie nicht misshandelt, vielleicht unter Absprache auch nicht benutzt und sie nicht verscherbelt und dass ihr halt irgendwie da miteinander aus abklärt, dass es halt noch rechtlich eure Waffe ist. Ich habe meine Eltern dazu benutzt. Ich habe meinem Vater gesagt, pass auf, ich würde gerne bei dir einlagern. Das Problem ist, mein Vater hat keine Waffenbesitzkarte. Apropos, wenn ihr wissen wollt, wie man eine Waffenbesitzkarte bekommt, hier der Link. Guckt da rein. Ich habe das Ganze mal ein bisschen erklärt in einem anderen Video. So, weiter geht's. Mein Vater hat keine Waffenbesitzkarte, dementsprechend darf er auch nicht auf den Waffenschrank zugreifen. Das heißt, er hat keinen Schlüssel. Ich muss sicher gehen, dass quasi der Schlüssel immer bei mir ist und habe dann meiner Behörde Bescheid gegeben. Ich würde gerne meinen Waffenschrank bei meinen Eltern lagern, in einem anderen Landkreis, in einer anderen Stadt. Und dazu hieß es dann von meinem Ordnungsamt, bitte fragen Sie dann das Ordnungsamt Ihrer Eltern an, ob die Lagerung dort in dem Kreis auch okay sei. Gesagt, getan. Ich habe das Ordnungsamt dort kontaktiert, habe angerufen, gesagt, wie schaut es aus? Und die haben gesagt, kein Problem, kannst du machen.
Und dann habe ich mir das Ganze nochmal schriftlich geben lassen, einfach nur aus reiner Vorsicht. Und habe dann in diesem Zug meine Behörde, das BVA in Köln und die Waffenbehörde meiner Eltern kontaktiert mit einer E-Mail und habe gesagt, zu dem und dem Zeitpunkt möchte ich meinen Waffenschrank mit den Waffen bei meinen Eltern einlagern. Wie soll es weiter jetzt alles verfahren? Dann kam quasi von meiner Behörde erstmal nichts. Die haben sich daraus gehalten. Von der Waffenbehörde meiner Eltern kam das okay. Und vom BVA kam dann die Antwort, erst wenn Sie in den USA einen Wohnsitz haben, teilen Sie uns diesen mit, dann wird von meiner jetzigen Waffenbehörde die Aktenlage angefordert. Die Akten gehen dann rüber nach Köln. Das heißt, wenn ihr drüben einen festen Wohnsitz habt, gehen die Akten rüber nach Köln. Die haben dann den Hut auf und das ist dann auch abgeklärt, dass die Waffen woanders gelagert sind. Wenn ihr natürlich andere Möglichkeiten habt, irgendwo Waffen unterzulagern, sei es bei einem Händler, sei es bei einem Waffensachverständiger oder sonst jemand, könnt ihr natürlich auch machen, aber ihr müsst natürlich eure Ordnungsämter davon unterrichten. Würde ich auch echt empfehlen. Somit kam er mir auch ein bisschen entgegen und hat gesagt, okay, in dem Fall brauchst du auch keinen Bedürfniswegfall oder muss man auch nichts schriftlich machen, weil momentan durch Corona einfach überhaupt keine Verordnung besteht und keine Regelung, wie Waffenbesitzer momentan überhaupt noch ihre Schießen nachweisen sollen, weil keiner schießen gehen kann. Das heißt, auch in der Zukunft werde ich dann wahrscheinlich wieder die Ohren spitz halten und aufhalten müssen und erfragen, wie schaut es aus? Soll ich in den USA euch irgendwelche Schießen nachweisen? Ich meine, ich werde sowieso schießen gehen. Das hat auch mein Ordnungsamt mir vorgeschlagen. Sie können ja dort drüben schießen und uns dann auch dann einfach die Nachweise geben. Ich wusste nicht, dass das einfach so einfach funktionieren kann. Werde ich aber tun. Und wenn ich hier in Deutschland bin, einmal im Jahr, werde ich dann natürlich auch versuchen, mit meinen eigenen Waffen zu schießen. Da habe ich natürlich selber was davon. Und Munition habe ich ja auch noch. So, und dann kann ich auch dementsprechend meine 6-mal im Jahr oder so nachweisen, um dann auch meine Waffenbesitzkarte oder mein Bedürfnis hier weiterhin behalten zu dürfen. Wenn ihr jetzt weitere Fragen habt, bitte schreibt es unten rein, meldet euch bei mir. Ich gebe euch gerne alles an die Hand, was ich habe. Alle möglichen Links sind unten drin. Und wenn es weiter nichts gibt, ne? Bis zum nächsten Mal. Gerne haut. And the weapon.